Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Heute sind mal die Frost Hunters unterwegs. Wir wollen uns mal so ein paar frostige Morgenfrostgeschichten angucken und fotografieren. Mit sehr leichtem Gepäck unterwegs. Ich habe das Standard 50-1-8 drauf und zwei Ringe von Maike. Warum ich ausgerechnet das 15 genommen habe, das kann ich nicht sagen, aber das macht einen guten Job. Und wenn man sich mal ankickt, bei Offenblende sieht das wirklich ganz gut aus. Wenn man das mal anmacht kurz. Ne, also, das ist ein riesen Ochsenauge. Das ist schon irgendwie krass. Ne? Ja, und da fotografieren wir mal heute so ein bisschen die Dinger. Steffi ist mit einem Sigma 105 Art unterwegs. Und macht auch ein bisschen Frost. Also ein paar schöne Aufnahmen haben wir schon. Werden wir dann mal einblenden. Ein schönes kurzes Video nur. Man staunt auch, wie nah man mit dem Handy kommt. Das ist ja wirklich unfassbar. Ne? Kickt euch das doch mal an. Das ist wirklich clean. Wahnsinn. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir haben Spaß. Ja, ein bisschen geil draußen. Mein Handy sagt gerade, dass ich mir Abstand halten soll, sonst ist es unscharf. So was habe ich noch nie gesehen bei einer 2000 Euro Kamera. Wenn ich halt hier ein 200 Euro Handy in der Hand habe, ist ja unfassbar, ehrlich. Mal sehen, wo sich die Entwicklung noch so hinzieht in den Jahrzehnten. Schon sehr, sehr geil. Hier waren noch ein paar Frühblüher. Gestern rief mich ein Kollege aus Lenin an, der meinte, dass ich mal die Frühblüher in Ruhe lassen soll und mal rausgehen soll und mal den Mond fotografieren soll. Habe ich dann noch getan. Und ja, da war der Halo-Effekt zu sehen. Wenn ich dann denke, dann blende ich mal ein Bild ein. Jetzt knipsen wir noch ein paar Schneeglocken. Und dann ist gut für heute. Keine Ahnung, ob das cool ist, aber nicht.